Scheppach PLM 1800 Dickenhobel. Da ist das gute Stück, der Scheppach PLM 1800, eine reine Dickenhobelmaschine, so wie man es von anderen Herstellern auch kennt. Ich würde sagen, fangen wir mal ein bisschen technische Daten kurz an. Das ist ein 230 Volt Motor, normaler Lichtstrom, hat 1500 Watt. Motorschutzschalter ist schon mit integriert, also der Motorschutz. Die maximale Hobelbreite sind 330 mm, die maximale Hobelhöhe sind 152 mm und was da auch wichtig ist, die minimale Hobellänge vom Werkstück ist auch 152 mm. Gehe ich davon aus, von der Einzugswalze und der Auszugswalze, sonst wird es nicht mehr weiter transportiert. Die maximale Spannabnahme ist 0,8 mm, wichtig. Die Vorschubgeschwindigkeit 7,4 Meter pro Minute. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich eigentlich keinen Vergleich habe. Die Leerlaufdrehzahl hat 8500 Umdrehungen, zwei Hobelmesser sind drin und die komplette Kiste wiegt 33 Kilo. Die Abmessungen sage ich auch noch kurz, also das Ding ist lang 630 mm, breit, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das mit dem ausgeklappten Tisch ist. Wenn ich die Tische ausgeklappt habe, sind 630 mm, wenn es zusammen ist. Scheppach gibt an, die Breite 580 mm und die Höhe 500. Ja, das geht bis zu der Kurbellaufe. Das geht für die Aufstellmaße, wenn der Tisch, Zufluchttisch und Abgabetisch ausgeklappt ist, ist 630 mm. Ich habe schon ein bisschen mit der Maschine umeinander bastelt, umeinander kaspert, sage ich jetzt einmal. Jetzt sage ich ein paar Sachen dazu und dann gehen wir hoch. So schaut die Maschine vorne aus. Das ist der Zuführungstisch. Ich muss dazu sagen, ich habe Zuführungstisch und Abgabetisch ausgeklappt, habe dann meine Wasserwaage reingelegt und haben mir das angeschaut, wie der Tisch zu dem vorderen Tisch und so weiter da drin steht. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber das haben sie gut gemacht. Nichtsdestotrotz, sollte es da Probleme geben, ist da Einstellrad mit Kontermutter und da Einstellschraube mit Kontermutter, dass man das vom Winkel her verstellen kann, dass das 1000%ig passt. Natürlich geht wie bei allen anderen Maschinen auch, schauen, dass man das ein wenig wächst oder selber gleitet oder irgendwas, damit das richtig schön gleitet. Bleiben wir gleich in der Vorderseite, was man da sieht. Einmal muss ich aus Einschalter und das ist ein Reset praktisch der Motorschutz. Wenn es den wirft, wenn der Überlast irgendwo wäre, muss man dann hinten oder selbst bei Übertemperatur, wenn das heiß laufen darf, dann fliegt das raus, dann kann man das, wenn man da drauf drückt, bestimmt nach einer kurzen Wartezeit, wenn sich das beruhigt hat, kann man das wieder aktivieren. Da herunter, das kurbelt man rauf und runter. Da herunten ist so eine kleine Kugel, die man auf das Material, wenn man es runterkugelt, aufdrückt. Und das verändert diese Anzeige. Da kann man halt einfach mal anfangen mit auf Null dann einmal durchlaufen lassen, damit man dann hinterher nicht Schwierigkeiten kriegt mit den Rückschlagklammern. Da in der Seite sieht man eine Skala, einmal in Millimeter, einmal in Inch, um das einzustellen, wie dick die Materialstärke, da tut man praktisch drauf, wie viel das abgenommen wird und da hat man die Materialstärke. Dieses Dingsbums da, Plexiglas mit der roten Linie, hat natürlich wieder einen Parallaxefehler, aber das wissen wir ja. Und man kann aber das einstellen, also man kann das wirklich einwandfrei einstellen. Oben drauf die Kurbel zum Rauf- und Runterdrehen von der Obeleinheit. Da herum, auf dem Ding drauf, haben so Aluminiumrohre, die liegen da lose drin. Das ist, wenn man da dann ein Werkstück rauszieht, gehen wir da vielleicht von lange Laden aus, dann kann man es da so drüber, kann man es da wieder einziehen. Ich finde es gar nicht einmal schlecht,
weil es dann nicht direkt da drauf liegt und dann verkratzt man halt nicht sofort durch so weit gleich. Das ist die Rückseite von dem Gerät. Da unten kommt das raus. Der Abgabetisch, da sind genauso die Einstellschrauben, um den genau justieren zu können. Da drauf habe ich jetzt schon die Absaughaube montiert. Das passiert mit zwei so Rändelschrauben. Sehr komfortabel. Ein bisschen als Nachteil empfinde ich, wenn das montiert ist, kann man das nicht mehr hochklappen. Meine, entweder man baut das runter oder man lässt es einfach so gehen. Da dran ist ein Schiebestock. Da innen drin, also wenn man die Absaughaube runternimmt, kann man da mit vier Schrauben so eine Kunststoffeinheit runternehmen. Da drunter sind die Hobelmesser zum Wechseln. Alles, was man dazu braucht, ist dann da halt indirekt verstaut. Einmal der Imbusschlüssel und einmal zum Raushebeln zwei Magnete. Die sind da drin einfach gut verstaut und gut aufgeräumt. Wissen wir ja alle, wie schwierig das ist, wenn die Werkzeuge nicht da sind, wo sie hingehören an der Maschine. Ich sehe jetzt mal ein Drama, dann sucht man sich halt einen Wolf. Also ich finde das ganz gut. Der Schalldruckpegel ist mit 93,7 im Beipackzettel angegeben. Ich kann jetzt, es ist auf alle Fälle nicht leise, aber ich glaube nicht, dass die andere Maschinen gegenüber untypisch laut ist. Also ich glaube, die haben alle ziemlich gleich. Was mir ein bisschen stört, Sanftanlauf ist da meines Erachtens wenig oder gar keiner drin. Aber da habe ich schon geschaut. Da ist Platz, da kriege ich mein Modul ein. Falls das irgendwann mal einer interessiert, sollte ich das unten einschreiben, falls auch irgendeiner so die Maschine hat und da vielleicht das ganze 5 oder 6 Segmenten, bauen wir halt da wieder einen Sanftanlauf ein. Sanftanlauf hier halt, da verlinke ich euch einmal ein Video dazu. Da habe ich schon eine andere Schäbbach einmal umgebaut. Ich habe jetzt ein bisschen Holz hergerichtet. Da habe ich einmal so einen Drumblock Weißbuche. Einmal so ein Palettenholz, das habe ich auf einer Seite schon, sieht man das? Auf einer Seite habe ich schon gehabt, auf der anderen nicht. Dann also Douglasie Terrassenbrett. Da schauen wir mal, wie das funktioniert. Und dann hätte ich noch so einen 6x10er Balken. Jetzt fangen wir mal mit dem Palettenholz an, eine Seite habe ich schon gemacht. Jetzt machen wir die zweite Seite, da tun ja jetzt gar nicht irgendwie großartig was, weil man, ich glaube, auf dem Holz am besten sehen kann, wie das mit dem Hobelschlag ausschaut. Also ich lege das Holz ein und lege das da genau unter der Kugel, die mir die Dicke da anzeigt. Dann fahre ich da unten drauf, bis sich die Nadel etwas hebt. Dann schalte ich mal ein. Also ich habe jetzt das Palettenholz da gehabt. Auf der Oberfläche, wenn man drüber fährt, spürt man absolut keine Wellen. Ich habe sowohl Eintritt als auch Austritt. Aber komischerweise so einen ganz einen leichten Hobelschlag nur. Ich glaube, das kann ich auch im Video gar nicht zeigen. Also es ist sehr wohl ein Hobelschlag da. Das ist ja bauartbedingt. Ich richte jetzt dann, jetzt machen wir die Douglasie und da möchte ich dann was ausprobieren, ob man den Hobelschlag vermindern kann. Ich möchte jetzt da ausprobieren, die Douglasie zu hobeln. Ich habe nochmal extra so ein kleines Stück, da möchte ich die Struktur raushobeln und ich werde aber immer
vorab das durchgeschirmt und auch hinten nachher, um zu verhindern, dass die Andruckrolle, die Vorschubwalze und die, was ausgezeugt, ungleichmäßig draufdrucken und auch die Hobelwelle dadurch ungleichmäßig da draufschlägt. Mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt abonnier endlich den Mist! Nicht, ob ich das irgendwie schaffe jetzt. Ja, ich glaube, in ein paar Dinge hat man das gesehen, da sieht man da direkt so Querrillen. Das brauche ich gar nicht wissen. Da sind die Dinger, die muss man doch irgendwie einfangen können. Ja. Da sieht man jetzt die Querrillen. Das ist das Stück, was ich vorab eingeschickt habe, da wo man den Hobelschlag richtig gut kennt. Das Ganze hat man aber, weiß nicht, ob man das da irgendwie zeigen kann, bei dem Stück überhaupt gar nicht. Und ich bin auch absolut beeindruckt von dem Hobelbild. Was ich natürlich sagen muss, da kennt man das mit dem Holz nicht besonders gut auskennen. Ich habe jetzt das 48 Mal umgedreht, bis ich da irgendwann herausgefunden habe, in welche Richtung die Maserung vom Holz ist, weil man sollte ja mit der Maserung hobeln. Und um ehrlich zu sein, bei der Douglasie, anscheinend hat da recht grobe Fasern oder kann ich nicht sagen, aber bei der Douglasie, wenn man es in die verkehrte Richtung schiebt, dann wird das direkt ruppig. Also die Maschine läuft viel geschmeidiger, wenn man es richtig um einen schiebt. Jetzt verwenden wir mal, also Bauholz, also ein Kantholz, und für genau das habe ich mir die Maschine einfach eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe da jetzt einen Strich gemacht, ab da bis dahinter. Das sind ja ungefähr 6 cm. Also wie ich gesagt habe, die 6 cm ist ein Hobelschlag vorhanden. Allerdings muss ich dazu sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie was großartig gemacht habe und so weiter, ich habe jetzt diesmal nichts vorher eingeschoben, nichts nachher eingeschoben, ist die auch wirklich gering. Ich weiß nicht, hat das mit der Länge von dem Ding was zu tun, er ist wirklich gering. Dann, was ich noch festgestellt habe, je weniger dass man die Spanabnahme macht, umso geringer, nahezu verschwindend gering, ist das Ding. Ich muss dazu sagen, ich habe ja da schon mal eine andere Maschine gehabt. Ich werde mir da dazu wieder noch mal also eine Einlageplatte machen, wo ich dann den Zuführertisch und den Abgabetisch einfach nochmal um 40-50 cm verlängert, dann liegt das auch nochmal besser auf und dann wird das auch nochmal vermindert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher gewusst, dass das so sein wird, bin jetzt auch nicht überrascht. Also ich muss nochmal sagen, ich bin mit dem Hobelbild, so ist das ist die raue Seite. Ich bin mit dem Hobelbild sehr, sehr zufrieden. Man darf nicht vergessen, das ist Weißbuche. Die anderen Stücke, irgendein weiches Holz, Douglasie oder so, das Palettenholz, das ist nicht wegzuhauen können, wie wenn man irgendwo im Baumarkt sich ein Kobitz-Bredel kauft. Also von dem her,
Jetzt muss ich natürlich eins sagen. Da werden jetzt dann wieder sehr viele Kommentare kommen, ja, und dass das ja Schrott ist und dass das nicht mit irgendeiner anderen da mithalten kann, die zum Beispiel die, wo der Truppe hat, da die Holzmann oder irgendwas. Ja, wenn ihr euch einmal mit Schreiner unterhaltet, haben da die Maschinen, die da jetzt der Truppe hat und so weiter, ja, der gleiche Schrott. Einfach nur der gleiche Schrott, der nochmal größer. Ich muss ganz ehrlich sagen, man muss ja wissen, was man tut. Ich werde nicht fällig mit der Maschine da. Wichtig ist mir, wenn ich darum auch der Dickenhobel. Ich habe natürlich den Abbrich-Dickenhobel von Schepach auch. Den schauen wir uns jetzt dann auch mal an, weil ich habe vorher, früher schon vor einem Jahr, wo es den 1070 gehabt, jetzt habe ich auch noch den 1080 oder wie der heißt, vergleichen. Und einmal, da habe ich nämlich schon gesehen, da ist der Tisch ein ganz anderer. Mal schauen, was da rauskommt, wie der ausschaut. Ich baue mir das Ganze drum mit beiden Hobelmaschinen. Einmal den Abbrich- und Dickenhobel, den ich nur auf Abbricht einstelle. Und einmal rein den Dickenhobel in ein einziges Gestell. Da machen wir also ein Stufenuntergestell. Einmal die Abrichte, die möchte ich relativ hoch haben, um da her oben zu arbeiten. Und der Dickenhobel darf dann um 90 Grad Draht unten versetzt weiter unten stehen. Ein bisschen weiter unten, dass ich mit der Abrichte mit dem Material oben da drüber komme. Und der ist da drunter. Ich möchte es in ein einziges Gerät rein. Mich nervt es nämlich, wenn ich die Hobelmaschine die andere immer umbauen muss. Es ist natürlich, ja, kann ja jeder gleich tun, aber mein Problem ist, ich muss schnell, ich möchte irgendwas basteln und schnell das da herkommen. Da habe ich einfach keine Lust, dass ich dann eine Dreiviertelstunde lang zuerst die Maschine umbauen herrichte. So habe ich das Zeug da, schiebe das dann, stecke meinen Staubsauger an, das haben wir schon so adaptiert. Dass das direkt in den Staubsauger dran geht, ist mir klar, dass ich die dann ausladen muss. Und wenn ich da 4 Millionen Balken hobeln möchte, muss ich mir überlegen, ob man das nicht hobeln los dann. Also. Ich bin mit der Maschine sehr, sehr zufrieden. Man darf nicht vergessen, was die Maschine kostet im Vergleich zu den Holzmann, die da so groß sind. Die haben da irgendwo, keine Ahnung, über 1000 Euro oder um die 1000 Euro und so weiter. Das kostet die lang nicht. Zum Thema, wie lang die Haltbarkeit ist und so weiter, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ist aber immer so eine Sache. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man da 2 oder 3 Jahre Garantie drauf hat. Weiß ich gar nicht, kann ich nicht sagen, aber man hat eine Gewährleistung drauf, da muss man nochmal überlegen, was man da kriegt, was man erwartet. Ganz klar, ich habe eine Hobbymaschine gebraucht für mein Hobby. Für hin und wieder ein bisschen was zu machen. Ich mache jetzt da keine Schreinerei auf. Mir war eine 1000 Euro Maschine erstens viel zu teuer, zweitens viel zu groß, ich muss ja den Keller runterziehen. Dann muss ich da herunter zusammenbauen. Eigentlich weiß der Geier was. Dann habe ich aber auch den bloß nicht, dass ich die Maschine irgendwo zurückschiebe. Die haben klar und handlich, wo sie an jeden empfehlen kann, wenn er so kleine Maschinen hat. Dort immer mit Absaugung arbeiten. Wenn sie da drin, wenn die Spänen nicht richtig wecken können, kann das schon sein, wenn sie die Spannabnahme zu groß einstellst beim Hobeln, dass sie die Wellen frisst. Brauchen wir nicht reden. Dort mit Absaugung arbeiten. Ich habe schon viel gesehen, ja, nein, und das wirft CWS aus und so weiter. Aber ich habe halt auch schon meine Maschine gesehen, da wo sie die Wellen gefressen haben, die Lager total im Arsch haben, weil eben die Spänenabfuhr nicht gewährleistet ist. Ich möchte hin und wieder was hobeln. Ich glaube nicht, dass es da dazu eine Alternative gibt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt die Maschine angeschaut, ich habe mir von einem Bekannten, der hat so ein ähnliches Modell, die ist orange. Ja, ich habe momentan keinen Unterschied nicht gefunden, ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, warum der Inch umsteht bei Schepach. Jetzt vielleicht mit einer anderen Farbe, woanders die auch verkauft, dann ist die gleiche und kostet dann, keine Ahnung, 100, 200 Euro mehr. Ey, keine Ahnung, das sind Mutmaßungen, weiß ich nicht. Ich bin mit der Maschine zufrieden. Das war's wieder von mir. Viel Dank, Servus.